Es wurden Maßnahmen für ältere Arbeitnehmer heute beschlossen. Wie sollen denn die im Konkreten ausschauen? Nee, es geht darum, dass Personen, die 50 plus sind, das heißt über 50. Lebensjahr, länger als 6 Monate arbeitslos sind, für diese Personen soll es eine verstärkte Unterstützung geben zum Wiedereintritt ins Erwerbsleben. Das heißt, fachchinesisch heißt das Eingliederungsbeihilfe. In Wahrheit sind es Unterstützungen der Löhne und Gehälter dieser Personen. Und das wollen wir verstärkt anbieten, damit wir diese Personen in den Arbeitsmarkt reintegrieren können. Es soll auch eine Ausbildungspflicht geben bis 18 Jahre. Wie will man eigentlich diese Jugendlichen, die nicht mehr im System sind, wie will man auf die zugehen? Naja, wir wollen versuchen, darum haben wir noch 2 Jahre Vorlauf, erst ab 2016. Wir wollen ja versuchen, diese Jugendlichen entsprechend quasi in den Griff zu kriegen, noch in ihrer Pflichtschulzeit, und zu schauen, dass die Zahl derer, die dann aussteigen, ganz, ganz klein wird. Und diese Jugendliche dann versuchen, komm, du musst was tun, mach was. Natürlich müssen wir ihnen ein Angebot geben, ist ja gar keine Frage, aber wenn ich sage, du hast eine Verpflichtung, hast auch einen Rechtsanspruch auf Ausbildung. Es ist ja ein sowohl als auch, ein Geben und Nehmen, und wollen wir ab 2016 dann praktisch umsetzen. Bei der Pressekonferenz war heute auch von Einsparungen die Rede. Wissen Sie schon, wie viel Sie im Sozialministerium einsparen müssen, und wenn ja, wo Sie das machen? Ich muss bei den Ermessensausgaben knapp 50 Millionen einsparen, und wir werden das kreuz und quer im Ressort machen. Und ganz konkrete, wissen wir zur Stunde noch nicht, aber wir wissen, was auf uns zukommt, und werden das in den nächsten 1-2 Wochen ganz genau wissen, wo wir es tun.